Das Weiterbildungsangebot an Hochschulen. Die Hochschulen bieten verschiedene Weiterbildungen an. Die wichtigsten Lehrgangsformate sind CAS, DAS, MAS, MBA und EMBA. Die meisten Weiterbildungen können berufsbegleitend absolviert werden. Wie bei den Grund- und Vertiefungsstudien Bachelor und Master vergeben die Hochschulen für die Weiterbildungslehrgänge ECTS-Punkte. CAS – Certificate of Advanced Studies. Ein CAS-Lehrgang ist eine kurze Weiterbildung an einer Hochschule und dauert normalerweise ein Semester. In der Regel wird innerhalb eines CAS-Lehrgangs ein spezifisches Thema behandelt. Absolvierende erhalten nach Abschluss zwischen 10 und 15 ECTS-Punkte. DAS – Diploma of Advanced Studies. Ein DAS-Lehrgang dauert in der Regel 2 Semester und wird mit einer Diplomarbeit abgeschlossen. Oft besteht ein DAS aus 2 CAS-Lehrgängen. Absolvierende erhalten nach Abschluss etwa 30 ECTS-Punkte. MAS – Master of Advanced Studies. Ein MAS-Lehrgang ist ein längerer Weiterbildungslehrgang. Er dauert in der Regel 4 Semester. Wobei das letzte Semester dem Erarbeiten der Masterarbeit dient. Oft besteht ein MAS aus 3 CAS-Lehrgängen. Absolvierende erhalten in der Regel 60 ECTS-Punkte. Den MAS-Lehrgang gibt es nur in der Schweiz. Über das ECTS-Punktesystem ist er dennoch international vergleichbar. MBA – Master of Business Administration. MBA ist die englische Bezeichnung für einen betriebswirtschaftlichen Führungs- und Managementlehrgang für jüngere Berufsleute, welche eine Kaderposition anstreben. Der MBA stammt aus dem angelsächsischen Raum und gilt heute noch als wichtige Grundlage für eine internationale Karriere. Die MBA-Programme schweizerischer Hochschulen sind berufsbegleitend und richten sich an Hochschulabsolvierende, nicht ökonomischer Richtung. Der MBA entspricht in der Schweiz einem MAS in Betriebswirtschaft, dauert 3 bis 4 Semester und wird mit 60 ECTS-Punkten bewertet. EMBA – Executive Master of Business Administration. Ein EMBA ist ein betriebswirtschaftlicher Führungs- und Managementlehrgang. Zielgruppen sind erfahrene Fach- und Führungskräfte, welche sich für höhere Kaderpositionen oder internationale Managementaufgaben qualifizieren möchten. Die Lehrgänge sind berufsbegleitend und werden mit einer Masterarbeit abgeschlossen. Für eine EMBA-Weiterbildung müssen die Teilnehmenden in der Regel mehr Berufs- und Führungserfahrung mitbringen als für ein MBA-Programm. Der EMBA entspricht in der Schweiz in etwa einem MAS in Betriebswirtschaft, dauert 3 bis 4 Semester und wird mit 60 ECTS-Punkten bewertet.